Mein Name ist Benjamin Eugster, ich komme von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften und ich arbeite in der Fachgruppe Blended Learning und möchte diesen kurzen Zeitslot dazu nutzen, mit euch über ein Problem zu sprechen, mit dem die eine oder der andere vielleicht schon vertraut ist, nämlich die Tool-Itis und welche Möglichkeiten sich da bieten, wenn man das Ganze szenarienbasiert angeht. Wir wissen, die Hochschulen befinden sich nicht in einem luftleeren Raum, sondern sind von ganz komplexen Medienökologien umgeben. Das heißt, es gibt tausende Tools, die auf den ersten Blick sehr spannend und exciting und bunt wirken. Wenn man sich das Ganze aber ein bisschen genauer anschaut, merkt man, okay gut, es ist doch relativ schwierig, da die Unterschiede irgendwie von den einen zum anderen zu entdecken und auch zu sehen, okay gut, da gibt es proprietäre, Open Source etc. Das ist auf den ersten Schritt mal einfach eine ziemlich große Überforderung. Wie geht man damit um? Und wie beschreibt sich das Phänomen, das sich daraus ergibt? Dafür gibt es den Begriff der Tool-Itis, die auf der unglaublich relevanten und vertrauenswürdigen Website Urban Dictionary definiert wird als the condition of having too many software tools. Und damit einhergehend auch die Tendenz, Software für jeden einzelnen Zweck zu kreieren oder dazu zu kaufen. Wieso ist das ein Problem? Weil wir uns die ganze Zeit die Frage stellen müssen, wir brauchen das perfekte Tool. Nun, das perfekte Tool gibt es nicht immer unbedingt, aber es führt dazu, dass wir ganz viele Übersichtsdarstellungen gestalten mit den unterschiedlichen Einsatzbereichen für unterschiedliche Tools, tausend Listen kursieren mit, was man genau alles verwenden kann. Einer der sinnvolleren Ansätze ist, das Ganze dann natürlich nach unterschiedlichen Lehrszenarien aufzuteilen. Also wollen wir Kollaboration fördern, wollen wir Kommunikation fördern, wollen wir Instruktion fördern oder das Prüfen fördern beispielsweise. Das hilft vor allem deshalb, weil man wegkommt von dieser Vorstellung davon, es muss das perfekte Tool gefunden werden, sondern man macht sich Gedanken darüber, was will man damit überhaupt. Das hilft insbesondere dann, wenn wir dann versuchen, so ein Tool tatsächlich in die Hochschule als Praxis reinzubringen, weil dann befindet es sich da ganz unten links in einem ganz komplexen Feld von weiteren Medien, total unsexy Verwaltungsdatenbanken und Dingen, die dann oft nicht so sehr kompatibel sind damit. Das heißt, vielleicht ein bisschen wegrücken von der Vorstellung davon, das perfekte Tool zu finden für diesen bestimmten einen Einsatzzweck, sondern hinkommen zu einem problembasierten Ansatz, wo es darum geht, bestimmte gewünschte Funktionen einzubetten, tatsächlich. Hier berufe ich mich auf die Darstellung, nicht auf die Darstellung, aber auf die unterschiedlichen Ebenen eines Konzepts von Sabine Seufert und Dieter Euler, die die unterschiedlichen Säulen beschreiben, auf denen eine nachhaltige Implementierung von E-Learning-Strategien basiert. Das sind einerseits Technik, Didaktik, Organisation, Ökonomie und Kultur. Das sind alles die Bereiche, wo dann sich ein Lernszenario oder ein Lehrszenario dann irgendwie konkretisieren kann. Wenn man diese mit berücksichtigt und nicht nur einfach darauf schaut, welches ist jetzt das beste Tool, sondern welches lässt sich in diesem bestimmten ganz situativen Kontext am besten einsetzen, kommt man zu drei Punkten. Einerseits Lehrsituationen nicht isoliert betrachten. Es gibt nicht so etwas wie eine Lehrsituation, die kein Vorher, kein Nachher und kein Gleichzeitiges dazu hat. Das heißt, die Studierenden schauen auf ihrem Handy nach, die haben ihre eigenen Vorstellungen davon, was für Medien sie konsumieren wollen und was sie müssen. Zweitens, auf bestehenden Lösungen aufbauen. Innovation entsteht nie irgendwie auf dem weißen Papier, sondern geht immer davon aus, dass bestimmte Lösungsansätze bereits vorhanden sind, auch wenn sie wirklich im minimalst kleinen Format sind, sprich die Hausarbeiten werden per E-Mail den Dozierenden zugeschickt. Wie kann man da weitermachen? Dann sind wir beim dritten Punkt. Offenheit für Problemlösungen, für Behelfslösungen, für Workarounds, für pragmatische Lösungen, die in einem Prozess dazu gemacht werden können, bis dann tatsächlich irgendwann, wer weiß, vielleicht eine etwas reibungslosere Lösung gefunden worden ist. Aber das perfekte Tool gibt es nicht und es ist nicht überraschend, dass Apple den Begriff oder den Slogan "There's an app for that" vor einigen Jahren patentieren ließ. Das ist eine Verkaufslogik und keine Innovationslogik. Das heißt, von da herausgehend müssen wir uns fragen, was ist unsere Rolle im Beraten von Dozierenden? Und da ein bisschen wegrücken von dieser Vorstellung davon, dass wir jetzt Software-Marketing für das XY-ste
perfekte Tool machen müssen und hin dazu kommen, tatsächlich Lernen mitzugestalten, auch in einer sehr komplexen digitalen Umwelt. Denn eines der wichtigsten Handlungsgebiete der digitalen Hochschule ist nun mal einfach das Verhandeln und Abgleichen der unterschiedlichen, immer sehr komplexen Medienökologien, die uns umgeben. Und es wäre schön, sich das als Ermutigung zu sehen und nicht einfach nur als Frust. Danke.